Du willst auswandern oder bist ausgewandert. Jetzt ist natürlich die Frage, was für steuereffiziente Investitionsstrategien gibt es eigentlich, die man beachten sollte? Und vor allem, welches Asset ist wirklich gut und welches ist schlecht und welches kannst du mitnehmen und welches nicht? Wir schauen uns heute einige dieser Themen mal an und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Wichtig ist natürlich, es geht um steuereffiziente Investitionsstrategien für Auswanderer. Und hier ist natürlich schon mal die Vorbereitung wie immer das Wichtigste. Also ich sage es ja in allen unseren internationalen Videos, habe ich es bereits schon gesagt, also es gibt hier bestimmte Themen, die man vorab abklären muss, bevor man sich überhaupt hier an das Auswandern macht. Ganz klar ist natürlich erstmal das Wichtigste, den Residenzstatus klären. Denn viele sagen immer, ich wandere aus und jetzt muss ich nirgends mehr Steuern zahlen. Denn ich habe vielleicht meinen Pass sogar abgegeben, was weiß ich, oder im Grunde die Wohnung abgemeldet in Deutschland. Und schon ist die Frage, muss ich mich dann irgendwo im Ausland registrieren? Denn es ist natürlich so, dass es in bestimmten Ländern gibt, sag ich mal, Situationen, da heißt, okay, nach 3 Monaten musste ich registrieren, nach 6 Monaten, nach 1 Jahr musste ich dort registrieren und bis dort dann steuerlich ansässig, als natürlich hier im Grunde steuerpflichtiger. Dann gibt es natürlich wieder so Sonderstati, wo es dann heißt, okay, du bist jetzt Expat unterwegs, bedeutet, du hast hier steuerliche Vergünstigungen oder eben nicht, weil du sofort hier im Grunde als Resident giltst. Jetzt ist es natürlich auch so, dass man ganz klar sagen muss, die Steuergesetze im Ausland sind auch immer relevant, das heißt, Doppelbesteuerungsabkommen eventuell hier auch prüfen und deine Vermögensaufstellung. Jetzt gibt es hier im Großen und Ganzen aber unterschiedliche Investments, die man auch nutzen kann. Ganz klar ist hier zum Beispiel der Klassiker Dividendenaktien. Die meisten Mandanten, die bei uns weggegangen sind, haben wirklich sehr, sehr viel über Dividendenaktien gemacht. Also sprich, die haben über Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar hin Vollgas hier in, Dividendenaktien investiert, um hier einen monatlichen Cashflow aufzubauen. Das heißt zum Beispiel die klassische Dividendenaristokraten-Strategie, laufende Einnahmen. Das ist so ein Thema, wo man sagt, okay, das ist ganz cool und vor allem auch relativ leicht mitzunehmen. Hier hast du vor allem auch steuerlich die geringsten Probleme. Denn ganz klar ist, wenn du diese Unternehmen mitnimmst, sage ich mal, dann kann dir nichts auf die Füße fallen. Aber Vorsicht bitte, wenn du vorher natürlich an der Stelle mehr als 1% an einem Unternehmen beteiligt warst, das wird jetzt wahrscheinlich nicht ein DAX-Konzern sein, kann hier eine Wegzugsbesteuerung greifen. Ähnliches gilt hier für Anleihen. Anleihen sind natürlich renditestarke, teilweise je nachdem, wann man sie genutzt hat, Investmentmöglichkeiten, um hier vor allem auch das Portfolio zu diversifizieren. Fakt ist aber auch, diese können dir steuerlich nicht auf die Füße fallen, zumindest auch nicht im Ausland. Denn wie gesagt, wenn du ins Ausland gehst, nimmst du sie einfach mit. Jetzt ist es auch immer wieder so, dass viele Vermögende aber auch ihr Vermögen aufgebaut haben mit Immobilien. Was würde ich hier empfehlen? Also ich würde ganz klar hierher gehen und sagen, okay, wenn du wirklich steuereffizient arbeiten willst, dann ist die beste Möglichkeit auch im Ausland. Ich habe mir viele Steuersysteme jetzt auch im Ausland angeschaut, so dass man ganz klar sagen kann, hey, Immobilien in Deutschland einfach loslassen. Warum? Erstens mal, du hättest dann in Deutschland noch eine beschränkte Steuerpflicht, wo es dann heißt, okay, du musst trotzdem hier in Deutschland noch eine Steuererklärung abgeben, wo du eigentlich sagst, hey, will ich eigentlich gar nicht mehr. Vor allem, weil dir auch viele Vorteile dadurch flöten gehen. Also im Großen und Ganzen 10-Jahres-Frist abwarten, alles steuerfrei veräußern und dann das Geld mitnehmen in Aktien oder Kryptowährungen oder sonstiges umschichten. Steuern mit Kopf ist viel mehr als YouTube. Auf steuermitkopf.de findest du unsere Online-Kurse, Fachbücher und natürlich auch die Möglichkeit, dir einen 1:1 Online-Beratungstermin mit mir zu buchen. Schau gleich mal vorbei. Hier natürlich auch das Thema Private Equity, Hedgefonds und sonstiges, ETFs, alle möglichen Anlagen, Cryptocurrencies sind hier möglich. Jetzt ist auch die Frage, okay, muss ich denn zwangsläufig das Ganze dann privat halten? Oder wo soll ich das halten? Das Schöne ist, im Ausland gibt es auch die Möglichkeit, hier in manchen Jurisdiktionen, hier ganz einfach sein Vermögen zu verschieben. Und ganz klar zu sagen, hey, ich habe mein Vermögen in diesem Land geparkt, weil es dort auf dem Konto, auf dem Depot, in dieser Firma liegt. Und da gibt es sowas wie DBAs, manchmal wie Deutschland gibt es nicht, sondern weil die sagen, hey, nur was da in diesem Land ist, muss versteuert werden und alles andere interessiert uns nicht. Kannst du also hergehen und zum Beispiel Steueroasen nutzen? Ja, Steueroasen wären gerne verfrieren, Fakt ist aber, nur in Deutschland gibt es hier so ein schlechtes Image. Denn in vielen anderen Ländern ist der Skandal meistens bei so Steuerskandalen gar nicht so groß. Liegt hauptsächlich daran, weil dort auch in vielen Ländern ganz einfach hier ein sehr liberales System ist und da muss man sagen, in Deutschland mittlerweile schon ein sehr, sage ich mal, einschränkendes Steuerrecht vorhanden ist und damit natürlich diese liberalen Steuergesetze meistens dazu führen, das heißt, okay, wir besteuern zum Beispiel nur den Teil im Inland, was sind inländische Einkünfte. Teilweise Kryptowährungen, auch wenn du jetzt, sag ich mal, in diesem Land voll steuerpflichtig und voll deinen Wohnsitz hast, sogar dort Resident bist, sogar einen Pass hast vor dem Land, heißt, hey, das sind ausländische Einkünfte, weil die sind nicht hier in diesem Land verortet. Depot übertragen natürlich würde ich auch sowieso machen. Hier würde ich natürlich eine ausländische Bank ganz einfach wählen.
weil man natürlich diese ganzen Probleme nicht mehr hat, Investmentfonds natürlich hier auch in einem steuergünstigen Land zu wählen und vor allem auch Versicherungen eventuell aufzulösen, weil diese könnten auch später natürlich dann zu Problemen führen. Hast du weitere Themen, die für dich relevant wären? Muss man natürlich ganz klar sagen, hier geht es jetzt um die reine private Situation, nicht um Steuerkonstruktion mit internationalen Holdings, Trusts und ähnlichen und Funds, sondern da gibt es natürlich wieder andere Möglichkeiten. Gehen wir aber auch noch drauf ein. Hast du weitere Fragen? Ab damit unten in die Kommentare, ansonsten buch direkt einen Online-Termin auch unten und du kommst direkt zu uns. Ach übrigens, auf steuermikow.de findest du jetzt auch unsere Online-Kurse, den Link zur 1:1-Beratung und vieles mehr. Schau gleich mal vorbei, denn du weißt ja, Steuern spart, wer Steuern plant.